Ja, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Den Mann hinter mir kennt ihr vielleicht. Das ist Götz. Der war vor 4 Monaten bei mir mit seiner Frau Christine und die beiden haben mein Model S Probe gefahren, weil sie sich für ein Elektroauto interessiert haben. Sie fahren momentan noch BMW. Den seht ihr hier. Das ist ein schönes Cabrio. Aber sie wollten sich ein Elektroauto kaufen und jetzt ist es soweit. 4 Monate später wird das Auto abgeholt. Und zwar ist es kein Model S geworden, sondern ein Model 3. Model 3 nach Oktober 2020, das heißt also Facelift. Und das holen wir heute aus Hamburg ab und ihr seid dabei, deswegen bleibt dran. So, wir stehen jetzt in Hamburg vorm Tesla Auslieferungscenter und ich war hier noch nie. Es ist auch relativ neu, gibt es erst seit ein paar Wochen und es ist richtig bombastisch. Ein ehemaliges Peugeot Autohaus wie in Hannover, alles schön in Grau und eine Riesenfläche und da stehen 3 Autos drin. Sieht ein bisschen strange aus, aber die meisten Autos stehen hier draußen, weil hier wird natürlich in einer Tour ausgeliefert. Und jetzt ist es gleich soweit, Götz. Jetzt wirst du gleich zum ersten Mal dein Auto sehen. Ich hoffe, es ist möglichst mängelfrei. Naja, wir werden es uns angucken. Ich hoffe, ich darf mit. Ja, wie befürchtet durfte ich leider nicht lange da oben bleiben, nur ganz kurz mal reinen Blick auf den Wagen werfen. Zur eigentlichen Mängelabnahme oder Abnahme ohne Mängel durfte ich dann nicht bleiben. Das machen wir dann nachher. Gleich kommt der Götz hier diese Rampe runtergefahren und dann setzen wir uns mal draußen hin und schauen uns den Wagen mal genauer an. Und vor allem gucken wir mal, welche Unterschiede jetzt das Model 3 hat, das Facelift-Modell im Vergleich zum bisherigen Modell. Ja, Mensch, Götz, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Auto. Vielen Dank. Also so in Blau mit dem Chrome Delete, also diesen schwarzen Teilen dran statt Chrome, sieht der richtig geil aus, muss ich euch echt sagen. Also dieses Blau hat dadurch nochmal richtig gewonnen an optischer Qualität. Also wie gefällt dir das? Ich bin begeistert, absolut, das ist klar. Habt ja nichts anderes erwartet. Ja. Und wie war jetzt für dich die Übergabe? Sehr, sehr gut. Die Kollegen waren super freundlich. Das Auslieferungszentrum ist hier relativ neu, habe ich gehört. Und die spielen sich auch noch so ein bisschen warm. Und trotzdem sehr freundlich, haben alle kleineren Fragen, die ich hatte und größeren wunderbar neutral aufgenommen. Ich hatte so ein paar Kleinigkeiten, die ich noch gefunden habe, die habe ich erstmal gesammelt und hatte tatsächlich mir 40, 45 Minuten Zeit genommen, um alles anzugucken. Und es wurde auch nicht bemängelt, wie ich das befürchtet hatte, dass ich schnell raus muss. Ich hatte die Zeit, habe sie mir genommen und es war alles gut. Und du hast ein paar Lackkratzer gefunden und das Fantastische ist, dass sie die gleich aufgenommen haben. Und die haben den Wagen nochmal runtergefahren von der Empore und haben den nochmal ein bisschen aufpoliert, sodass die Lackkratzer jetzt alles weg sind. Das heißt, das ist ja auch sehr ungewöhnlich, dass sie dich nicht sofort vom Hof gejagt haben, genau. Sondern die haben tatsächlich den Wagen noch ein bisschen aufpoliert, damit du da als zufriedener Kunde hier vom Hof fährst. Das finde ich auch schon mal ziemlich gut, oder? Ja, das ist super. Man sieht da absolut nichts mehr von.
Und es waren auch wirklich nur ganz oberflächliche kleine Kratzer, wahrscheinlich von einem Lappen, der noch ein bisschen Staub drin hatte. An zwei, drei Stellen waren noch Klebereste an den Fensterleisten. Haben sie alles weggemacht. Innen drin super sauber. Der Wagen ist auf 99% vollgeladen. Was will man mehr? Das hört sich ziemlich gut an. Aber du hast trotzdem einen Mangel, der ein bisschen gravierender ist, irgendwie an der Beifahrertür, oder? Das ist richtig. Die Beifahrertür hängt nach hinten ein bisschen runter. Das sieht man ganz deutlich an der Fensterleiste. Dadurch ist es mir aufgefallen. Und das wird noch justiert, aber nicht heute. Dafür mache ich noch einen Termin. Die Tür hängt aber nicht so, dass sie irgendwo den Rahmen berührt. Das heißt, der Lack wird da nicht beschädigt. Es sieht einfach optisch nicht gut aus. Alle anderen Maße sind für einen Fahrzeuglaien wie mich soweit in Ordnung. Und also du bist kein Spaltmaßfetischist? Absolut nicht. Nur wenn es dann so einen starken oder deutlichen Versatz gibt, dann habe ich es natürlich gesagt. Man könnte argumentieren, ob die Heckklappe zu weit reinsitzt. Das sieht man an dem leichten Versatz zwischen dem äußeren und inneren Rücklicht. Aber sie sitzt mittig, das Fenster oder das Glasdach sitzt in Ordnung, mittig, ohne irgendwelche Höhenversätze. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, das gucken wir uns gleich mal an und vor allem auch die Sachen, die das Facelift so mitbringt, im Gegensatz zum älteren Modell bis Oktober. Und das interessiert euch vielleicht auch, deswegen gehen wir jetzt mal ins Detail. Lenkrad ist ein bisschen anders, habe ich das Gefühl, als beim alten Model 3. Fühlt sich sehr schön an. Ist das wieder richtig echtes Leder? Man weiß es nicht. Nee, glaube ich nicht. Wir haben hier Metallriffel an den Kugeldrehlagern. Kein Plastik mehr. So dunkel eloxiertes Metall. Die gesamte Mittelkonsole ist anders. Wir haben hier ein großes Fach. Ist beleuchtet. Mit einem Zigarettenanzünderstecker. Cupholder. Hier das Fach. Ein weiteres großes Fach, kann man auch reingreifen. Plastikabdeckung. Induktive Ladeschale für zwei Handys. Das ist aber fest verbaut, kann man nicht rausnehmen. Ich habe den Eindruck, dass der Himmel ein wenig dunkler ist als früher. Wir haben eine Doppelverglasung zur Schallisolierung. Interessanterweise ist hinten keine Doppelverglasung, sondern nur vorne, aber auf der Fahrerseite. Kostenminimierung. Und wir haben natürlich alles, was früher Chrom war, ist jetzt schwarz. Genau, die Türausstiegsknöpfe haben jetzt ein kleines Zeichen drauf, dass man auch erkennt, dass man damit die Türen öffnet. Und im Handschuhfach ist jetzt ein USB-Stick verbaut. Serienmäßig. Muss man keinen selber mehr reinstecken. Und wir haben jetzt USB-C-Anschlüsse hinten. Und früher war hier eine SOS-Taste, die ist hier nicht mehr, sondern die ist jetzt auf dem Bildschirm. Wo ist sie genau? Im Bildschirm oben in der Mitte. Oben in der Mitte? Ach da. Software. Da ist jetzt die SOS-Taste. Ja gut, ich weiß ja nicht. Wenn der Bildschirm ausgefallen ist, kann man nicht mehr SOS rufen. So viel ist sicher. So Götz, wir haben uns das Auto jetzt noch mal ein bisschen von innen und von außen angeguckt. Ein paar Sachen haben wir noch gesehen, die wir drin nicht bemerkt hatten. Also ja. Zum Beispiel im Frunk, da war so ein Problem mit der Kunststoffabdeckung. Da musst du auch noch mal Bescheid sagen, dass die das irgendwie richten. Ja. Ansonsten, ja, die üblichen Kleinigkeiten, die man immer so hat beim Model 3, habe ich eigentlich gedacht, schade, dass die immer noch haben. Aber dieses Facelift, so wie das aussieht, muss ich sagen, wertet den Wagen in meinen Augen deutlich auf. Finde ich optisch deutlich besser, vor allem auch die Mittelkonsole. Die hat jetzt so einen richtig amtlichen Charakter hier. Ne? Fast schon ein bisschen zu wuchtig für meinen Geschmack. Aber ist halt Geschmackssache.
Und jetzt bin ich noch gespannt, wie du nachher die Geräuschkulisse empfindest, wenn du Autobahn fährst. Auf jeden Fall. Ja. Weil durch die Doppelverglasung sollte es ja eigentlich ein bisschen leiser sein. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal wieder nach Hause. Laden müssen wir eigentlich nicht, aber wir wollen auf jeden Fall nochmal einen Ladetest machen am Schnelllader. Ich würde sagen, da fahren wir zum Supercharger Rade. Ja. Weil wenn ich lade, dann in Rade. Ja, Götz, 40 Kilometer jetzt gefahren. Wie sieht's aus? Ja, ist noch gut? Ist noch alles gut, ja. Die Aufregung ist durchgehend da und ich habe es aber sicher hierher geschafft. Auch aber hat Spaß gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber Götz, sag mal, wo du vor 4 Monaten bei mir warst mit Christine, da habt ihr gesagt, ihr wollt ein Model S haben. Und jetzt ist es ein Model 3 geworden und das ist ja doch irgendwie ein ganz anderes Auto. Welche Gründe sprachen jetzt für das Model 3 aus eurer Sicht? Für das Model 3 spricht, dass es einfach die neue Technologie ist, die man dann hat, im Gegensatz zum S, der nicht schlecht ist. Aber ich denke, hiermit sind wir dann auf dem neuesten Stand der Technik. Mhm. Zudem gab es natürlich eine tolle Förderung. Die muss noch beantragt werden, aber die kommt. Und das ist natürlich auch verlockend. Und insofern haben wir gesagt, die Größe reicht, der Anwendungszweck ist 2-3 Mal die Woche nach Hamburg und zurück für mich von Bremen aus. Mhm. Und dafür ist es ideal und ausreichend groß genug. Und den BMW, den ihr hattet, der wird jetzt verkauft, aber ihr habt noch einen Verbrenner. Das ist irgendwie ein Roomster von Skoda, glaube ich. Das ist richtig. Den behaltet ihr noch bis auf Weiteres, glaube ich. Hast bis du auf Weiteres, genau. Dies ist der Test, der Start für die E-Mobilität bei uns in der Familie. Mhm. Und ich denke mal, wir haben ein Auge geschmissen auf den Skoda Enyaq, der aber nun jetzt erst rauskommt. Skoda auch das erste Mal mit dem E-Auto. Da schauen wir uns die Sache mal eine Weile an und vielleicht gibt es oder ganz definitiv viele, viele neue Modelle in Zukunft und dann wird es irgendwann einen kompletten Umstieg auf E-Auto geben bei uns. Ja, das denke ich auch. Wenn du einmal hier Lunte gerochen hast mit dem E-Auto und da ein bisschen Erfahrung gesammelt hast und du siehst, wie cool und unkompliziert das ist, gerade auch hier mit dem Tesla, dann willst du gar keinen Verbrenner mehr fahren. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ich glaube, der Skoda Enyaq, der ist ein ganz gutes Auto. Ich hoffe, dass ich ihn bald Probe fahren kann, sobald ich ihn in die Finger kriege. Und dann wirst du das Video natürlich sehen. Und ich denke, könnt mir vorstellen, dass das euer zweit Elektroauto wird. Und ich vermute aber, dass du viel lieber mit dem Tesla fahren wirst auf Dauer. Ich werde dir Rückmeldung geben. Ja, davon gehe ich aus. Götz, ich danke dir ganz herzlich, dass ich bei deiner Auslieferung dabei sein durfte. Und ich wünsche dir allzeit gute Fahrt. Und wenn was ist, sag Bescheid, ne? Ja, das war die Abholung mit Götz und seinem neuen Model 3. Ich glaube, er hat viel Spaß mit dem Auto und mit dem neuen schwarzen Chrome Delete und dem Blau sieht das wirklich fantastisch aus. Leider gab es wie immer ein paar Mängel. Ist ein bisschen schade. Ich habe gehofft, dass Tesla das so langsam aber sicher mal abstellt. Aber dieser Wagen hatte doch den einen oder anderen kleinen optischen Schönheitsfehler. Technisch, glaube ich, funktioniert das alles einwandfrei, aber gut in der Optik, da war das ein oder andere, was mir persönlich auch nicht so gefallen hat auf Anhieb. Aber gut, man kann das sicherlich alles noch beheben. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, gebt mir wie immer einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.